Landwirt Praxistest. Das oberschwäbische Unternehmen Kretzer gilt in der Branche als Erfinder der Trommelsäge. Wir haben den Rotomat 4L Vario in der Praxis getestet. Neben unserer Testmaschine mit 4 Einwurfschächten bietet Kretzer auch noch eine leistungsstärkere Ausführung mit 5 Kanälen an. Beide Modelle gibt es mit Zapfwellenantrieb oder kombiniert mit einem 11 Kilowatt Elektromotor. Unser Rotomat 4L Vario war als reine Zapfwellenmaschine mit 3-Punkt-Anbau konzipiert. Die Säge ist sehr einfach und kompakt, aber dennoch robust gebaut. Die Schnittlänge lässt sich hydraulisch von 20 bis 50 cm stufenlos verstellen. Eine sehr komfortable Lösung. Die Trommel dreht sich gegen den Uhrzeigersinn. Das Holz legt man von der linken Seite ein. Nur von hier aus erreicht man auch den Hebel für den Vor- und Retourlauf. Die Trommelgeschwindigkeit lässt sich nicht verstellen. Wenn ein Helfer die Scheite zugibt, dann passt die Drehzahl. Arbeitet man alleine, läuft die Trommel zu schnell. Ein Kettenvorhang schützt den Bediener vor Splittern, die aus den Schächten fliegen. Das stabile Förderband wird hydraulisch angetrieben und mit einer Seilwinde verstellt. Mit einem Drosselventil am Ölmotor ändert man die Geschwindigkeit. Die seitliche Schwenkeinrichtung vereinfacht das gleichmäßige Befüllen eines Anhängers. In der von uns getesteten Ausstattung kostet der Kretzer Rotomat 4L Vario knapp 15.200 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Unseren ausführlichen Testbericht mit allen Ergebnissen findet ihr in der Landwirt-Ausgabe 9/2017.